Dieser Mann, ich sage immer, eigentlich war es kein guter Zeitpunkt in meinem Leben, denn ich war ja noch viel zu verletzt. Aber er sagt immer, Schatz, es ist genau der richtige Zeitpunkt gewesen, dass du an diesem Tag, am 25. April, auf dem Müllerparkplatz in Sander-Ponsa einkaufen warst. Und es hat geregnet und die haben so Papiertüten, keine Plastiktüten mehr. Und mir fiel diese scheiß Papiertüte runter und ich habe wieder losgeheult. Und in dem Moment steht dieser Mann vor mir und hilft mir einfach, das Waschmittel wieder ins Auto zu tragen und fragt mich direkt nach dem Kaffee trinken. Und er wusste nicht, wer ich bin. Und das macht es natürlich noch mal umso interessanter. In welcher Stadt war das? Santa Ponsa. Es war in Sander-Ponsa, der Auf Mallorca, ja. Müllerparkplatz. Santa Ja, Ponsa auf auf Mallorca. Mallorca. Und seitdem seid ihr jetzt zusammen? Oder also ihr seid jetzt ein Paar? Seit dem Tag, das war wie Liebe auf den ersten Blick. Und ich habe gesagt, nee, das kann doch gar nicht sein. Und ausgerechnet jetzt auch noch. Und kommt dieser Mann in mein Leben und fängt mich da auf, wo mich ein anderer hat liegen lassen. Und aber Und es Iris, hat einfach gepasst. Ist das ein Deutscher oder ist das ein Spanier oder Er ist, nee, nee, er ist Deutsch. Er ist Deutsch auf jeden Fall und er ist auch fast 2 Meter groß. Lebt auf Mallorca und noch in einem anderen Land. und Da werden wir auch unser drittes Zuhause hin verpflanzen. Denn wir haben dann ein Haus auf Mallorca. Wir haben ein Haus in Deutschland. Ich habe ja gerade ein Haus gekauft, was wir auch noch umbauen. Und dann noch ein drittes Land. Das werdet ihr irgendwann noch erfahren. Und wie alt ist der Wir haben Mann? dann drei Zuhause. Wie alt ist Bitte? der? Wie alt ist der Mann? Was macht der, dass du vielleicht ein paar Sachen einfach erzählst über ihn? Also ich darf von ihm nur sagen, dass er Unternehmensberater ist und er ist 6 Jahre jünger als ich. Okay. Und aber nicht verheiratet. Er möchte nichts mit der Öffentlichkeit zu Okay. tun haben. Er ist noch nicht mal auf Instagram. Der hat sich jetzt irgendwie ein Fake-Profil zugelegt, dass er meine Stories wenigstens gucken kann. Aber er möchte nichts mit euch zu tun haben. Finde ich sehr Und schade. im Das finde ich Fernsehen. Ja. natürlich sehr Und schade. auch keine Karriere als Ballermannsänger oder als Kneipensänger. No way. Also der hat Eine genug Geld und Anmerkung noch. Ich meine, er hat sich mit einer der bekanntesten Familien Deutschlands und Mallorcas eingelassen, ne? Also der ganze Clan rund um Iris und Daniela. Da wird es für ihn nicht so einfach werden, dass er nicht in der der hat Öffentlichkeit. Nerven aus Stahl. Okay, das ist Und er gut. sagt immer, es war sein Spruch, er ist so cool, hinter ihm schneit's. Aber sag mal, Iris, was hat der denn gesagt? Das würde mich noch mal interessieren, als der gecheckt hat, dass du berühmt bist und was da gerade die letzten Monate alles so abgegangen ist. Ich meine, das muss man auch erstmal handeln können, ne? Nee, also er hat ja gesagt, er glaubt zum Glück der Presse nichts. Das fängt ja schon beim Aussehen an, wenn er mich jetzt so anguckt, wie wunderschön ich bin und wie schlimm ich in den Pressebildern immer aussehe, sag ich, ja, da gebe ich dir recht. Die Pressebilder sind immer sehr unvorteilhaft. Also er liest ja auch nicht die Presse, er kauft sich keine Bildzeitung Das oder, ändern wir wie mal. gesagt, er ist auch nicht in Facebook Okay. und er hat es wohl am Rande mitbekommen, ja. Und aber ansonsten hat er sich darüber gar nicht geäußert, weil er sieht in die Zukunft mit mir. Jeder Mensch hat eine Vergangenheit, sagt er, und er auch. Und wir schauen zusammen in die Zukunft und dann haben wir einfach drei zu Hause. Aber das heißt, er kommt schon damit klar, dass du ein Mensch bist, der in der Öffentlichkeit Ja. steht. Und er sagt auch, mach dein Ding weiter, geh weiter in Fernsehshows, mach, tu. Nur er möchte sich zurückhalten. Und du hast ihm Genau. da auch rein Wein eingeschenkt, sozusagen. Ja, klar, er hat ja auch einen wahnsinnigen Humor und das ist ja mir auch so wichtig. Ein Mann an meiner Seite, der braucht einfach Humor. Und dann hat Peter wirklich die letzten Jahre verloren. Habt ihr nicht mehr lachen können zusammen, Peter und du? Das hört sich jetzt wirklich komisch an, aber wir konnten zusammen zum Schluss gar nicht mehr lachen. Er war einfach nicht mehr lustig. Ja, das ist wichtig. Und Humor ist total wichtig. jetzt mit meinem neuen Mann, jetzt sind 5 oder 6 Wochen sind wir zusammen und wir haben so ein. Also wir lachen wirklich Tränen und er macht mich jetzt schon so viel glücklicher, als Peter in 20 Jahren gemacht hat. Aber jetzt verstehe ich Und auch, man sieht es mir, glaube ich, ja, auch man sieht es an. dir an, wirklich, du Immer wieder strahlst von wieder innen raus, also du siehst fantastisch aus. Also ja, nein, du lachen. strahlst. Und man sieht, dass dieses Lächeln auch echt ist, dieses Strahlen ist echt. Ja. Aber das heißt, Ja. deswegen freust du dich natürlich auch, dass die Scheidung jetzt bald durch ist, weil Ja. also ich meine, ihr seid erst kurz zusammen, aber ihr plant für die Ewigkeit, das ist was Ernstes jetzt? Ja, das ist tatsächlich was Ernstes. Und ich wollte es auch gar nicht glauben. Haben die Kinder ihn schon kennengelernt?
Daniela und Jenny haben... Jenny hat ihn schon gesehen. Der musste schon zu Jenny nach Hause und musste Frage-Antwort stehen. Und was sagen die Kinder? Oder was sagen die Kinder? Und Daniela hat mit ihm FaceTime gemacht. Die sind natürlich happy, dass er Mama happy macht.